Hallo, in diesem Video möchte ich Ihnen zeigen, wie wir unsere wichtigen Daten auf einer externen Festplatte verschlüsseln können. Und zwar geht dieses Video zurück auf eine Anfrage bezüglich des Benutzers Carl Sun. Und er wollte eben genau wissen, wie wir aufgrund unseres Videos bombensichere Verschlüsselung, hatten wir hier eine ganze Festplatte verschlüsselt, wie das im Prinzip auf einem externen Datenträger funktioniert. Und externer Datenträger ist dafür jetzt ein bisschen, sage ich jetzt mal, ungenau, denn es gibt mehrere Möglichkeiten, wie man externe Datenträger anbinden kann. Und wir benutzen hier, beziehungsweise wir zeigen hier die Variante, eine externe Festplatte angestöpselt über den USB-Port. Dasselbe gilt natürlich dann auch für den FireWire, aber es gibt eben auch externe Festplatten, die werden ganz normal im Netzwerk eingebunden, also über Ethernet. Und das wird in einem anderen Video besprochen. Hier erstmal nur die einfache Variante, eine ganz normale Festplatte angeschlossen über USB. Wir zeigen das Ganze am Beispiel einer iOmega Ego USB 2.0 Festplatte. Die ist uns von iOmega zur Verfügung gestellt worden. Dafür bedanken wir uns an dieser Stelle recht herzlich. Und wie jedes andere USB-Drive einfach hinten am Rechner ins USB-Laufwerk einstecken. Dann bekommen wir direkt einen neuen Laufwerksbutton. In diesem Fall ist das hier mein Laufwerk F. Und da sehen wir schon im Label iOmega HDD. Es wird also auch vom System wirklich als Festplatte erkannt und nicht als Wechseldatenträger. Auch wenn, sage ich jetzt mal, da die Unterschiede recht gleich sind. Aber man sieht es daran, richtige Laufwerke, die bekommen die Buchstaben, sage ich jetzt mal, von vorne zugewiesen, während ein USB-Stick, der würde ein Z bekommen und der nächste dann eben ein Y und so weiter. Also die fangen da die Nummerierung hinten an. Und unser iOmega-Laufwerk hat eben jetzt hier Laufwerk F bekommen. Gut, ansonsten starten wir ganz normal unser TrueCrypt. So, da wir das schon öfters benutzt haben, kommt jetzt natürlich nicht der Creation Wizard. Deswegen gehe ich hier auf Tools. Und dann habe ich als fünften Punkt Volume Creation Wizard. Klicken wir drauf. So, und hier eben, wie in den Videos zuvor, müssen wir eben entscheiden, ob wir einen File-Container erstellen wollen. Oder eben eine ganze Festplatte, beziehungsweise ein ganzes Device oder eben die Systemfestplatte. In diesem Fall ist das eben die Variante 2. Steht da auch drin. Formats or encrypts non-partition system. Entire external or secondary drive. Entire USB-Stick und so weiter. So, klicken wir drauf. Dann eben Standard oder Hidden. Die Unterschiede, die werden wir in diesem Video nicht nochmal besprechen. Dazu schauen Sie sich bitte das erste Video an aus dieser Serie Bombensicher verschlüsseln. Wir nehmen jetzt hier mal den einfachen Fall Standard Volume. So, dann eben den Platz anwählen, in dem das Volume erstellt werden soll. Und da werden eben hier alle unsere Festplatten aufgelistet, streng genommen alle unsere Laufwerke. Ich habe das Floppy-Laufwerk auch hier drin. Aber da ist eben als Hard Disk 2 eben Hard Disk 2 Partition 1 mein F-Laufwerk. Das ist das iOmega HDD. So, klicken wir das an. Klicken wir das an, klicken wir auf OK. So, jetzt wird nochmal ganz klar darauf hingewiesen, dass unerfahrene Benutzer auch die Möglichkeit haben, einen ganz normalen Container auf dem Laufwerk zu erstellen, so wie wir das auch in Video 1 gemacht haben. So, und wir sollen hier nochmal ganz klar bestätigen, dass wir das wollen, dass die komplette Platte verschlüsselt wird. In diesem Fall, ja, wir sind sicher. So, da steht dann hier eben Partition 1 drin. Die History wird nicht gespeichert, das lassen wir auch drin. Also klicken wir auf Next. Jetzt wieder unseren Verschlüsselungsalgorithmus aussuchen. Das lassen wir jetzt hier in diesem Video auch bei den Standardeinstellungen. Klicken wir auf Weiter. Jetzt wird natürlich gesagt, hier 152 Megabyte an Platte vorhanden. Weiter, jetzt das Masterpasswort. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9.
So. Genau. Weiter. Okay, hier wieder genau wie in dem ersten Video. Ich werde darauf aufmerksam gemacht, dass mein Passwort nicht besonders clever gewählt ist. Zum einen 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 zu nehmen, ist schon ziemlich unglücklich. Und natürlich ist es auch zu kurz. Es wird darauf hingewiesen, dass es besser ist, ein Passwort zu nehmen, das mindestens 20 Zeichen hat. Ich werde das aber in diesem Fall ignorieren. Und dann geht's los, dass hier ein Zufallsschlüssel quasi gesucht wird. Hier kann ich mein Dateisystem nochmal anwählen. Und am Ende eben auf Formatieren klicken. Dann wird nochmal darauf hingewiesen, da geht alles verloren, was derzeit auf der Festplatte ist. Und ich möchte nochmal klarstellen, dass ich mir sicher bin. Also klicke ich auf Wieder auf OK. So, und jetzt wird die ganze Festplatte formatiert.